Konstantin, ich habe das Internat bereits informiert, dass du in Deutschland bleibst. Unter einer Bedingung, Konstantin. Du hältst dich aus allen Problemen raus, die Ansgar und ich betreffen. Ist das klar? Er hat sich. Ja! Susanne, ich habe mich in Carla verliebt. Nein, es ist die Wahrheit. Warum glaubst du, gehe ich euch seit Monaten aus dem Weg? Warum möchte ich nicht mit euch in eine Wohnung ziehen? Warum bin ich denn so komisch drauf? Ja klar, erst bist du schwul, dann auf einmal nicht mehr. Dann verliebst du dich zur Abwechslung mal in Carla. Es wird ja immer schöner. Du hast es die ganze Zeit gewusst? Ja. Ich habe Paul versprochen, nichts zu sagen. Carla fand das auch nicht zu toll. Zu dir komme ich gleich. Könntest du uns bitte alleine lassen? Ich glaube, ich habe einiges mit meinem Sohn zu besprechen. Natürlich. Wir telefonieren. Susanne, es war wirklich nicht Carlas Schuld. Mich interessiert im Moment nur eins. Warum konntest du mit Carla darüber reden? Aber nicht mit mir? Ich konnte nicht wissen, dass es dir schlecht geht. Jetzt bringt mir deine Rechtfertigung auch nichts mehr. Gestern hätte ich dich gebraucht. Oh. Ist also doch ein Problem für dich, dass ich mit Max zusammen bin, ja? Ich habe Ansgar getroffen. Wo? Im Park. Als ich mit seinem Sohn spazieren war. Plötzlich stand er vor mir. Gregor, es war so schön, wir waren uns so nah. Und gleichzeitig war es so furchtbar, weil mir wieder klar geworden ist, dass ich mit Ansgar einfach keine gemeinsame Zukunft haben werde. Aber du liebst ihn immer noch. Ich könnte jetzt mit ihm verheiratet sein. Glücklich. Aber stattdessen sitze ich hier in dieser Bude, darf mich nicht bewegen, muss still liegen, darf mich nicht aufregen. Gregor, ich pack das alles nicht mehr. Ob ich dieses Kind wohl jemals kennenlernen werde? Schweige denn, ihm ein Großvater sein kann? Das wird weitestgehend davon abhängen, wie sich die Streitereien mit Ansgar entwickeln. Ja. Und die werden sich entwickeln. Darauf kannst du dich verlassen. Das heißt, du willst jetzt doch prüfen lassen, ob die Überschreibung der Holding und des Schlosses rechtsmäßig ist? Nein. Ich werde ihn genau mit den Mitteln schlagen, die er angeblich immer so an mir bewundert hat. Meinem Geschäftssinn und meiner Erfahrung. Und was genau meinst du damit? Damit meine ich, dass Ansgar es in Zukunft sehr schwer haben wird, die Lahnstein-Holding auf Erfolgskurs zu halten. Hast du mir sonst noch was zu beichten? Gerüchte, die du in die Welt gesetzt hast, Lügen, lustige Anekdoten. Und Paul, lüg mich bitte jetzt nicht an. Okay. Vor ein paar Wochen, da gab es ja einen riesen Zoff zwischen Carla und dir. Als sie dich versetzt hat und du stundenlang auf sie gewartet hast. Ja, als sie angeblich eine Nachricht auf dem Ab...
Susanne, ich habe sie gelöscht. Weiter? Letzte Woche, da hat Carla ihre Geschäftsunterlagen hier vergessen. Ja, du hast sie aufs Schloss gebracht. Genau. Ich wollte die Unterlagen Frau Kepler geben und danach sofort wieder abhauen. Aber Frau Kepler musste ganz dringend in die Küche und ich habe die Unterlagen Carla in die Wohnung gebracht. Komm endlich auf den Punkt. Carla lag auf dem Sofa und hat geschlafen. Und? Ich hab sie geküsst. Geküsst? Geküsst. Paul, man kann sich nicht aussuchen, in wen man sich verliebt oder für wen man schwärmt. Das ging mir genauso, als ich Carla getroffen habe. Ja, dann weißt du ja, wie. Aber was du alles angestellt hast, um uns auseinanderzubringen, das ist unterste Schublade. Und Angelo, irgendwelche besonders anspruchsvollen Gäste heute Mittag? Ja, allerdings ohne Reservierung. Ja, dann fangen Sie doch bitte schon mal mit dem Mise en Place im Restaurant an, ja? Natürlich, Frau Schneider. Hallo, Charlie. Hallo, Johannes. Wie geht's dir? Danke. Wenn es dir nicht recht ist, dass ich weiterhin hierher komme. Nein, Unsinn, Johannes. Ja, wir sind zwar nicht mehr miteinander. Mir ist an einem guten Verhältnis zwischen uns beiden sehr gelegen, Charlie. Ja, das geht mir genauso. Da, das ist meine Verabredung. Vielleicht finden wir später noch einen Moment Zeit füreinander. Ja. Gutes Verhältnis. Herr Parker, schön, dass Sie den Termin so kurzfristig zusagen konnten. Nehmen Sie doch bitte Platz. Den Seniorchef lässt man nicht so gerne warten, das weiß ich noch aus Erfahrung. Für ein Treffen mit dem wichtigsten Mann der Lahnstein Holding hätte sogar ich mich in Geduld geübt. Tja, es ist wie an der Börse, man muss nur den richtigen Zeitpunkt abwarten. Und zufällig hatte ich heute frei. Womit wir beim Thema wären. Ich bin damit befasst, eine neue Firma zu gründen. Und ich würde mich sehr freuen, Ihnen den Aufbau der Investmentabteilung anvertrauen zu dürfen. Oh, das ehrt mich. Was nun Ihre Position in meiner neuen Firma betrifft, beim Aufbau der Abteilung haben Sie selbstverständlich freie Hand. Das schließt die Personalfragen ein. Und was Ihr Gehalt und die sonstigen Konditionen betrifft, denke ich, dass wir uns einig werden. Dankeschön. Frau Brandner, ich hoffe, Sie haben einen Tisch in der Lounge reserviert. Man trifft hier immer so gute alte Bekannte. Das verzeiht sie mir nie. Natürlich. Susanne ist doch nicht nachtragend. Aber was ich da abgezogen habe, war die absolute Nullnummer. Was hat's mir gebracht? Nichts. Ich habe alles noch viel schlimmer gemacht. Sie beruhigt sich schon wieder, ganz bestimmt. Ich aber nicht. Jedenfalls nicht, was Carla betrifft. Weil du immer noch in sie verliebt bist? Paul, sowas lässt sich doch nicht von jetzt auf gleich abstellen. Lisa, Carla ist und bleibt meine Traumfrau. Oder meinst du, ich sollte auswandern? Wieso das denn? In Düsseldorf traue ich mich nirgendwo mehr hin. Überleg doch mal, Königsbrunn, No Limits, sogar das eigene Wohnzimmer. Absolute Sperrzone. Wie wollen Sie mit der neuen Firma vorgehen? Steigen Sie sofort global ein? Nein, ich werde mich zunächst auf meine Kunden in Deutschland konzentrieren. Später vielleicht in Europa umschauen und... Herr Parker, ich möchte meine Karten offen auf den Tisch legen. Meine finanziellen Möglichkeiten sind zurzeit reglementiert, da der Großteil meines Vermögens in der Lahnstein Holding gebunden ist. Das heißt, Ihre neue Firma könnte sich auch in ein, zwei Jahren als unrentabel erweisen. Nun, davon gehe ich nicht aus. Aber wer kennt die Unwägbarkeiten der Branche besser als Sie, Herr Parker? Graf Lahnstein, ich würde sehr gerne wieder für Sie arbeiten. Dennoch fürchte ich, dass ich zurzeit ein solches Risiko nicht eingehen kann. Ich habe Familie, zwei Kinder, da benötigt man ein gewisses Maß an Sicherheit. Ja, natürlich. Ich wünsche Ihnen trotzdem alles Gute für die Gründung Ihrer Firma. Vielen Dank, Herr Parker.
Vater, du hast doch nicht ernsthaft geglaubt, du könntest Parker abwerben, oder? Der Mann hat gerade eine Gehaltserhöhung bekommen. Plus Provision. Fünfstellig. Solche Jobs gibt man nicht so ohne weiteres auf. Wie sagtest du immer so schön? Belohne die engagierten Mitarbeiter. Das stärkt deren Motivation und sie halten im Unternehmen die Treue. Hm. Ah, hallo. Kommen Sie gleich. Was wird das denn? Kleines Ausweichmanöver. Der Herd unten gibt keinen Mucks mehr von sich und die Gäste warten auf ihre Essen. Außerdem ist unsere Aushilfe krank geworden und nachher haben 20 Personen reserviert. Und jetzt willst du hier kochen? Ja. Und du hilfst mir dabei. Macht dir doch nichts aus, oder? Du musst dich auch keinen Zentimeter bewegen. Ich kann aber nicht kochen. Aber Gemüse schnippeln. Hol ich gleich. Es riecht verdammt nach Beschäftigungstherapie. Hat dir Gregor sein Leid geklagt, ja? Nein, hier geht es nur um die Rettung einer Köchin wegen unfähigem Kneipengeschäftsführer. Wirklich. Nathalie, ohne deine Hilfe bricht da unten alles zusammen. Sie hat angebissen. Jetzt her mit den Bestellungen. Bestellungen für welche Gäste? Ich dachte, du kannst so gut improvisieren. Aber nicht, wenn die Kneipe leer ist, Süße. Du hast doch bestimmt Hunger, oder? Nein, habe ich nicht. Ja, dann ruf einfach ein paar von deinen Freunden an. Soll ich auf die Straße gehen und die Leute anquatschen? Gregor, es geht um die Mutter deines Kindes. Ja. Aber ehrlich gesagt, halte ich deinen Plan für keine so gute Idee. Es ist ein fantastischer Plan. Nathalie ist happy, endlich wieder eine Aufgabe zu haben. Ich hole jetzt das Gemüse aus der Küche und du überlegst dir deine Bestellungen. Und wie war's? Sehr interessant. Es tut mir wirklich leid. Mir auch. Susanne, ich habe Hau versprochen, dich zu halten. Das habe ich mittlerweile begriffen. Aber glaub ja nicht, dass ich das lustig finde. Denkst du, ich? Ich dachte, das Ganze lässt sich ohne viel Wirbel aussitzen. Hoffnungsloser kann man sich doch nicht verlieben. Das hat Paul offensichtlich anders gesehen. Er hat eine Nachricht von dir auf dem Anrufbeantworter gelöscht, damit wir uns verpassen und streiten. Wie bitte? Er hat alles darauf angelegt, uns auseinanderzubringen. Paul ist in dich verliebt, pubertär und ziemlich ausgebufft. Das hätte ich ihm nicht zugetraut. Ich dachte, das Ganze wäre nur eine harmlose Schwärmerei. Carla, bist du so naiv? Das glaube ich dir nicht. Kaufland, Sie! Oh. Nehmen Sie mich noch mit. Danke. Keine Ursache. Geht es Ihnen, Frau Brandner? Oh, danke. Gut. Abgesehen davon, dass wir Sie alle hier sehr vermissen. Oh, gleichfalls danke. Und wie geht's Ihrem Mann? Ja, dem geht's auch gut. Das freut mich. Ich habe gehört, dass Sie eine neue Firma gründen. Ja, ja, das ist richtig. Ach, deswegen haben Sie sich auch mit Herrn Parker im Schneiders getroffen? Ja, genau. Ich könnte mir vorstellen, dass sich einige Mitarbeiter in der Holding nach ihrem ehemaligen Chef zurücksehen. Das ist sehr nett, dass Sie das sagen, aber leider sieht es so aus, dass ein sicherer Arbeitsplatz wichtiger ist. Und den kann ich bei einer Neugründung natürlich nicht bieten. Aber Sie sind bekannt, Sie haben gute Kontakte. Aber mir fehlt das entsprechende Basiskapital, wie es in der Holding gegeben ist. Ach, tatsächlich? Ja. Ich fürchte, dieser Umstand entfernt mich weiter von meinem Ziel, als ich mir im Moment ausmalen kann. Geschweige denn will. Leonard, die Lebensratgeber, die stehen weiter da hinten. Ja, ja.
Damit kennst du dich ja bestens aus. Ach bitte. Ich habe nun wirklich Besseres mit meiner Zeit zu tun, aber vielleicht solltest du unserem Vater das ein oder andere Buch mitnehmen. Sowas, das Leben geht weiter, in der Art, hm? Sag mal, hat sie eigentlich geholfen? Ja. Und weißt du, was das Erstaunliche ist? Diese Leute sagen meist intelligentere Dinge als meine Familie. Ja, sieh mal an. Dann werde ich jetzt mal schleunigst was für meine Bildung tun, wo mein schlauer Bruder doch so viel Wert darauf legt. Ja. Und nimm unserem Vater ein Buch mit. Wenn ein neuer Lebensabschnitt beginnt, dann helfen die Klassiker manchmal über das Gröbste hinweg. Ja, auch wenn es ihm schwerfällt zu akzeptieren, aber er hat verloren. So sind nun mal die Traditionen in dieser Familie. Wer hinter diesem Schreibtisch sitzt, der hat das Sagen. Der die Macht. Der Platz für Verlierer ist im 31. Stock, in einem mittelklassigen Penthouse. Und genau das, Ansgar, das werden wir noch sehen. Oh, glaub mir, ich habe heute Nachmittag schon eine sehr interessante Kostprobe bekommen. Weißt du, Vater sollte endlich aufhören, seine Umwelt mit seinen lächerlichen Versuchen als Konkurrent der Holding zu nerven. Er soll sich lieber eine neue Golfausrüstung kaufen. Wow, hey. Wow. In meiner Lehre musste ich mindestens einmal in der Woche das Kühlhaus schrubben. Oh, war euer Küchenschiff so ein Ekel? Nein, aber ich hatte meine Vorstellung von den Gerichten und er halt seine. Und, wurdest du zum aufmüpfigsten Lehrling gekürt? Ich habe meine Kochlehre mit Auszeichnung abgeschlossen. Und dann wurde mir seine Stelle angeboten. Hallo, die Damen. Ich brauche die Paprika. Ja, kommt sofort. Gibst du die bitte mal Max? Ich sehe schon, das neue Dreamteam, was? Ah, und jetzt die Zucchini. In gleichmäßige Scheiben schneiden und höchstens 1 Millimeter dick, bitte. Wird gemacht, Chef. Leg los mit den Bestellungen. Welche Bestellungen? Wir haben zweimal den gemischten Salat, Hähnchenbrustfilet paniert, Buletten und einen Kuss von der Küchenchefin. Na also, geht doch. Hör zu, ich weiß langsam nicht mehr weiter. Wir haben da unten keinen Platz mehr für die ganzen Teller. Könntest du mich vielleicht einfach mal loben, dass es Natalie endlich wieder besser geht? Ihr seid echt süß zusammen. Spar dir die Komplimente für später. Wo bleibt die Zucchini? Ja, kommt sofort, sonst darf ich nachher noch Küchen ausschrubben. Meinem Sohn geht's total schlecht. Er hat mit meiner Freundin Geheimnisse und ich merke nichts davon. Susanne, sollen wir uns jetzt deswegen auch noch streiten? Nein. Natürlich nicht. Aber toll finde ich es nicht, was zwischen euch gelaufen ist. Da ist nichts gelaufen. Und diese Lügen, diese Geheimnisse, ist das etwa nichts? Versprich mir bitte, dass es sowas nie wieder zwischen uns geben wird. Okay. Was soll das heißen? Sie können sich das nicht erklären. Herr Florenstein, die Köchin arbeitet seit Jahren bei uns. Ja, und seit Tagen ist das Essen ungenießbar. Ich koste es immer, bevor es Ihnen serviert wird. Ach, dann ist Ihnen also entgangen, dass das Filet gestern zäh wie eine Schuhsohle war. Und diese Meuchelsuppe völlig ungenießbar. Es ist mir wirklich unendlich peinlich. Ach, wissen Sie was, Frau Kepler? Es ist mir zunehmend egal, was Ihnen das ist. Wenn Sie Ihre Arbeit weiterhin so nachlässig verrichten, werden Sie die Konsequenzen tragen müssen. Die Samstagsausgaben der Zeitung sind voll mit Stellengesuchen. Engagiertes Personal! Mit Arbeitserlaubnis und verdammt preiswert! Sie können sich darauf verlassen, Graf Leinstein, dass so etwas nicht wieder vorkommen wird. Das will ich auch hoffen. Dasselbe gilt im Übrigen für Sie. Habe ich Ihnen nicht schon gestern gesagt, Sie sollen ein frisches Gesteck besorgen? Ja, das sagten Sie wohl. Frau Kepler? Ja? Sie haben doch bestimmt eine ganz hervorragende Erklärung für das hier. Ist ja perfekt. Wie findest du ihn hier? Steht mir doch auch nicht schlecht. Er könnte es noch ein bisschen wachsen. So. Vielen Dank fürs Schleppen. Oh, Johannes flippt aus. Ich hoffe nur, er reißt mir deswegen den Kopf nicht ab.
Leonard, es führt kein Weg dran vorbei. Ich brauche Kapital. Guten Tag, was machen Sie denn hier? Vater? Was ist das denn? Das ist ein Schreibtisch. Das sehe ich, dass das mein Schreibtisch ist. Ja klar, Leonard kann es bestätigen. Wer hinter diesem Schreibtisch sitzt, hat das Sagen. Hat die Macht. Deswegen gehört er ja wohl nicht nach Königsbrunn. Du hast den Schreibtisch hierher gebracht, um Ansgar vorzuführen? Konstantin, wenn ich dich daran erinnern darf, wir hatten eine Abmachung. Du musst nicht aufs Internat in die Staaten. Dafür hältst du dich aus allem raus, was Ansgar und mich betrifft. Ja, komm, aber in dem Fall ist... Hast du jegliche Grenze überschritten? Noch dazu hast du das Personal genötigt, Stellung zu beziehen. Sie haben mir doch nur beim Schleppen geholfen. Du hast ihre Anstellung aufs Spiel gesetzt. Also das ist ja wohl völlig übertrieben. Du weißt doch ganz genau, wozu Ansgar fähig ist. Und ich finde deine Eigenmächtigkeit unverantwortlich. Was haben Sie denn vor? Frau Brandner, das ist die... Das ist die gigantische Werbeaktion fürs No Limits. Sind die gestern nicht etwa... aufgetaucht? Nein. Unmöglich. Erst bestellen Sie für 12 Personen und dann hauen Sie einfach wieder ab. Ja, was machen Sie jetzt mit der ganzen Bestellung? Naja, ich schätze, wir... Guten Abend. Sicher sind Sie alle sehr hungrig und können es kaum erwarten, unsere neuesten Kreationen auszuprobieren. Bedienen Sie sich. Alle Gerichte kommen frisch aus unserer Küche und kosten heute als Spezialaktion 5 Euro. Also, sich alle Probleme so leicht lösen ließen. Sie scheinen ja das Glück wirklich auf Ihrer Seite zu haben. Schönen Abend noch. Ja, ja, ciao. Tschüss. Also Konstantins Engagement in allen Ehren, aber das geht doch nun wirklich zu weit. Also ich finde die Idee eigentlich recht originell. So. Jedenfalls dürfte sie bei Ansgar eingeschlagen sein wie eine Bombe. Ja. Und seine Wut lässt er dann am Personal aus. Das kann doch auch nicht Sinn der Sache sein. Ja, was denn? Willst du jetzt einfach den Schreibtisch zurückbringen lassen? Ja, selbstverständlich werde ich ihn zurückbringen lassen. Also jetzt mal im Ernst. Ich glaube, wenn man ihn hier fragen würde, er würde sich freuen, wieder bei seinem rechtmäßigen Besitzer zu sein. Jetzt wird er bitte nicht albern, ja? Ja, es wurde bestritten. Das ist schon sehr schön. Jetzt haben sie ihn auch noch kaputt gemacht. Hey, was ist das denn? Das sieht aus wie ein Geheimfach. Zeig. Was sind das für Zahlen? Diese Zahlen sind vielleicht unsere Rettung.